Unter der Treppe weg. Unter der Treppe weg. Der Clou, warum wir das unter der Treppe auch noch wegmachen, ist quasi, damit wir dann auch sehen, ob wir da vielleicht auch noch irgendwas gehabt hätten. So, zack, zack, zack. Zack, zack zack. So, und hier mittendrin, das müssten ja. Okay, fällt mir gerade auf, dass ich hier jetzt eigentlich schon relativ weit bin. So, das hier wären ja 90, also das hier, zip, 90, 180. Okay, das würde noch gehen. Wir können aber auch natürlich sagen, wirklich jede Kehre. Also das wäre quasi hier wieder. Weiß es nicht. Okay, was passiert, wenn ich hier runterfalle? Da tue ich mir schon weh, ne? Nein, da tue ich mir noch nicht weh. Okay, ich gehe mal hier hin und falle hier runter. Ja, hier tue ich mir schon weh. Aber ich sterbe nicht dabei. Das ist ja das Entscheidende. Okay, Gesundheit habe ich mir auch gerade wieder erholt. Hier tue ich mir nicht weh. Richtig. So, das heißt, ich will eigentlich ein bisschen tiefer fallen. Also nicht ein bisschen tiefer, sondern ein bisschen weiter drin. Ah, schon wieder drauf reingefallen. Ich meine, eigentlich denke ich schon, dass ich die richtige Höhe treffe, aber ja. So. Das heißt, die Höhe hier ist quasi die Höhe von dem. Das bedeutet doch im Endeffekt, wenn ich hier darunter falle, tue ich mir weh. Nein, da nicht. Nur wenn ich wirklich hier darunter falle. Okay, da tue ich mir weh. So, aber dass ich hier quasi darunter falle, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, alle 90 reicht voll und ganz. So, einmal da und einmal da. Und die Höhe ist dann quasi immer diese Ecktreppe, wo ich dann eine Zwischenschicht einziehe. Okay. Also einmal und einmal. Quasi hier kann ich ja schon wieder fallen. Hier noch nicht. Hier auch noch nicht. Hier. Ab hier kann ich wieder fallen. Das heißt, zack, 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 zack. Auf dem Niveau hier muss ich wieder eine Zwischenschicht einziehen. Und das mache ich dann doch einfach. So, dazu hauen wir erstmal den Blödsinn hier raus. Und hauen dann auf dem Niveau eine Zwischenschicht rein. Nachdem ich die Fackel eingesammelt habe. Na? Und die Kohle hier drüben geholt habe. Ah. So, und das bedeutet, hier werden wir auch wieder reingraben. Jetzt nehmen wir aber erstmal den Spaß hier raus. Das ist quasi die hier. Dann schnappen wir uns doch hier mal den da und fangen an hier. Ui, die Ebene zu bauen. Fluff. Fluff, fluff. Na, fluff und fluff. Dann kann ich hier sagen, fluff, fluff,
Fluff. Und fluff. Du wirst noch weggeflufft. Und wir gehen jetzt hier ein bisschen in die Tiefe. So. Da geht's einen rein. Klack. Und dann können wir hier aushöhlen. Einfach so lange, bis wir eben hier nichts mehr finden. Ich setze hier noch eine Fackel, damit wir ein bisschen Licht haben. So, hier will ich noch einen rein. Zwei rein, drei rein. Und die nächste Pickaxe. Oder auf Deutsch Spitzhacke. Jetzt gerade überlegen müssen, was das Zeug auf Deutsch heißt. So. Also da sind es drei Reihen. Zwei Reihen. Drei Reihen. Schön. Ich bin gerade am Schielen. Oh! Ich habe schon relativ lange Zeit aufgenommen. Also irgendwie macht es mir gerade voll Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß. Mir macht es gerade total Spaß, hier in den Berg einzudringen und da ein bisschen rumzuminen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr langweilt euch nicht zu sehr. Aber wir machen jetzt halt einfach ein bisschen Bergbau und hoffen dabei eben auf viele Ressourcen. Was ich mit Kupfer mache, weiß ich noch nicht so genau. Kohle können wir auf jeden Fall eh immer gebrauchen. Steine werden wir auch massenhaft haben. Und, ja. So. Da ist erstmal nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Auch noch ein bisschen Kohle, da ist auch noch Kohle. Da unten sieht es mir noch sehr viel nach Kohle aus. Das heißt, ich werde hier auch ein bisschen nach unten gehen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich wieder rauskomme. Aber zur Not kann ich ja jederzeit so eins. Zack, zack und zack. So, 1, 2, 3, zack. Zack und zack. So viele könnte ich ja gar nicht mehr machen. Du und du. Und wenn wir mit denen dann im Prinzip fertig sind, dann wird es an der Zeit, auch mal wieder die Räumlichkeiten zu verlassen. Eieieiei. Da ist gar nicht wenig Kohle. Also ich finde es super. Ich finde es echt schön, dass wir hier so viel Zeug finden. Einfach dadurch, dass wir ganz wenige kleine Probebohrungen machen. Und eigentlich nur ein paar Ressourcen verfolgen, die wir halt so finden. Was ich natürlich schade finde, ist, dass es hauptsächlich Kohle ist. Ich hatte darauf gehofft, dass es vielleicht ein bisschen hochwertigere Materialien sind. Aber Eisen haben wir jetzt auch nicht unbedingt wenig, muss ich jetzt auch sagen. Also Eisen haben wir auch schon ein bisschen was gefunden. Insofern bin ich gar nicht so unglücklich. Und wenn wir zurückkommen, dann können wir mal schauen, wie es unserem Weizen geht. Vielleicht geht es unserem Weizen dann besser. Und wir können uns ein paar Brote machen und vor allem dabei beim Ernten von diesem Weizen auch noch ein paar Samen abstauben. So, ich denke, das reicht jetzt aber. Ich setze hier ein paar Treppen hin. Zack. Ja, genau.
Zack. Das ist irgendwie sehr, sehr überzeugend, wie hier die. Wenn ich dich hier jetzt wegnehme und dich hier wegnehme und ich in dem Winkel versuche, dich nochmal zu setzen, dann klappt es. Okay. So. Alles klar. Sind wir hier? Hier war die andere Geschichte. Ab hier können wir wieder fallen, also den Spaß können wir wieder wegmachen. 2, 3. 2, 3. Naja. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hoppla. Und du kommst weg und du kommst weg. Du kommst weg. Hier haben wir schon wieder Kohle. Haben hier noch mehr? Nein, also lassen wir das erstmal in Ruhe. So. 2, 3, 4. Und hier einfach lustig reingraben eben. Ganz lustig und Banane. So. Die nächste Spitzhacke. Ich muss mir den Namen Spitzhacke echt merken. Also mir ging es vorher so, ich habe die ganze Zeit bei diesen Dingen von Axt geredet. Mir ging es so, als ich dann quasi meine Folgen nochmal angeguckt habe, wo ich die ganze Zeit Axt höre zu dieser Spitzhacke, dass ich dann mich eigentlich selber die ganze Zeit korrigieren wollte, aber mir dann der richtige Begriff nicht eingefallen ist. Also Spitzhacke. Das ist echt ätzend. Da muss ich echt aufpassen, dass ich das Wort nicht verlerne. So. Hier kann ich nicht runterfallen, also erst da und dann da unten. Okay. So, die Untermauerung kann ich hier auch gleich wegmachen. Zack. Na gut, hätte ich auch später machen können. Quasi dann, wenn ich hier drin bin. So, so, so. So, so. So und so. Und hier geht's weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Dann kann ich hier rein und den Spaß hier wegmachen. So, so und so. So, das Niveau. Will ich das Niveau lassen oder will ich das nächste lassen? Also erst hier kann ich wieder runterfallen. Ich will eigentlich erst da, ne? Ja, müsste so sein. Dann habe ich dich und dich und dich und dich und dich. Dich, dich und dich. Gut, dann kommst du hier weg, du kommst 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 weg. Ihr kommt alle weg kommt ihr. Alle weg. Und dann noch ihr beiden. Dann haben wir eigentlich schon wieder ein Niveau erreicht, auf dem wir es lassen. Genau, hier ist wieder so ein Stock, den wir beibehalten. Da kommt noch so ein Ding rein. Und dann gehen wir eigentlich wieder hier runter und dann fangen wir hier wieder an auszuhöhlen. So.